Er sagt, hat er gebetet eins von den zwei Ishi und in irgendeine Ruk'a hat er Salam gemacht. Dann sagt Muhammad noch was anderes. Er sagt, aber ich denke, so viel ich weiß noch, dass das am Nachmittag war. Waren zwei Ruk'a hat er gemacht. Also zwei Ruk'a hat er gemacht Nachmittag und nicht vier. Und dann machte er Salam. Und dann ging er raus. Und dann rannten die Menschen hinter ihm und sagten, ja, Rasulullah, ist das Gebet weniger geworden? Der bringt die Menschen durcheinander. Ist das Gebet überhaupt weniger geworden? وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ. Und ein Mann, der von Muhammad s.a.w. ذُو الْيَدَيْنِ genannt wird, فَقَالَ أَنَسِيتَ أَوْ قَصُرَتْ. Hast du vergessen, dass es weniger geworden ist? فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ. Hier ist eine andere Antwort. Er sagt, habe ich wieder noch. Also ist wieder noch, wieder kürzer geworden, noch habe ich vergessen. Deshalb habe ich richtig gebetet. Zwei Ruk'a hat er gebetet und er sagt, ich habe richtig gebetet. Nicht zwei, also er dachte, er hatte vier gebetet. Wo war er? Wo waren seine Gedanken? Wo waren seine Gedanken, wenn man zwischen zwei und vier vertut? Das würde nicht immer mein Sohn das machen, wenn er beten würde. Ne? Man vertut zwischen drei und vier vielleicht. Zwischen vier und fünf vielleicht. Aber nicht der Prophet, sondern zwischen vier und zwei. Und dann kommt einer zu dir und sagt, du hast vergessen oder hast das weniger geworden? Sagt, wieder noch. Habe ich nicht vergessen und nicht weniger geworden. Und dann bietet er, hat er das nochmal in Ordnung gebracht, was er falsch gemacht hat, nachdem er sich vergewissert hat, dass du dir dein Recht gehabt hast. Aber jetzt wollen wir wissen, und jetzt kommt der K.O.-Schlag zu Shredder, den ich vielleicht gebrauchen kann, der meinen Garten schreddern kann. Also ich habe so viele Äste jetzt. Der kann vielleicht draußen schreddern. Die 12er Schiiten schaffst du nicht zu schreddern, denn sie haben harte Knochen. Und das wirst du gleich merken. Also, woher kommt dieses Sahu? Wisst ihr was? Woher dieses Sahu kommt? Was Rasulullah s.a.w. und du und ich und jeder Mann damit gefährdet wird oder damit beeinflusst wird oder damit kontrolliert wird von Sahu? Woher kommt dieses Sahu? Bukhari sagt uns, woher dieses Sahu kommt. In 1174 lesen wir auch über Abu Huraira. Auch über Abu Huraira lesen wir. Qala Rasulullah s.a.w. Sagt Muhammad s.a.w. Iza nudiya bis salati adbara shaytanu wa lahu durat. Wenn da zum Gebet gerufen wird, rennt der Shaytan weg und er hat Pupse. Blähung. Hatta la yasma' al-adhan. Hatta la yasma' al-adhan. Damit man nicht den Adhan hören kann. Damit er nicht den Asan hört. Er pupst so laut, sodass er den Asan nicht hört. Das glaube ich nicht. Shaitan würde nie das machen, was Abu Huraira hier erzählt. Shaitan hat Respekt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Mehr als diese Sahaba, die über Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowas erzählen. Weil das wird Allahu Akbar gesagt. Und wie kann Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, so zulassen, dass Shaitan pupst in diesem Moment, damit er Allah nicht hört. Was sagt uns der Koran? Der Koran sagt, dass der Shaitan uns im Stich lassen wird, weil wir ihn gefolgt haben. Und sich wundern, wie könnt ihr Gott widersprechen? Wie könnt ihr gegen Gott sein, der uns und mich erschaffen hat? Er rennt weg, Shaitan, und hat er Pupse. Er pupst, so damit er den Asan nicht hört. Und wenn der Asan zu Ende ist, kommt er wieder. Was macht er? فَإِذَا قُدِيَ التَّثْوِيب, dieses, die zweite Azan oder Iqama, steht er zwischen einem Mensch und seinem Nafs. Das ist Shaitan. Kommt er, du bist am Beten, kommt zwischen dazwischen. يَقُول, اِذْكُرْ كَذَا وَكَذَا, sagt ihm zu Shaitan, erwähne das und das in dein Gebet. Sag mal das und das in dein Gebet. ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل أي يدري كم صلى حتى يظل الرجل أي يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. Er sagt so, dass der Shaitan zu dir kommt und versucht dir irgendwas anderes zu verklickern als das, was du sagst,
so dass du nicht mehr weißt, wie lange, wie viel du gebetet hast. 2 oder 3 oder 4. Ne? 4 oder 3. So, dann muss man Sujud al-Sahu machen, wenn man sitzt. Das heißt, was heißt das? Das heißt, Shaitan hat versucht, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was zu verklickern. Und hat er geschafft, ihn davon abzulenken, so dass er nicht mehr wusste, wie viel er gebetet hat. Wo ist die Sicherheit? Wenn unser Helfer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, und der ist unser Helfer und unser Retter, hat Shaitan Kontrolle über unseren Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ihr sollt wissen, woher ihr eure Religion nehmt. So ein Prophet kann kein Mensch glauben. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist von Allah subhanahu wa ta'ala erhoben worden, dass der Shaitan überhaupt keine Kontrolle über ihn haben kann. Nicht mal beim Schlafen. Wie soll er das geschafft haben beim Gebet? Wal'iyadhu billah. Anas ibn Malik, der einzige Sahabe, laut Bukhari, Sahabe, nicht Al-Bayt, Sahabe, laut Bukhari, der die Sahabe vorgeworfen hat, dass sie das Gebet verloren haben und dass er sich daran erinnern konnte und er das Gebet verrichtet hat wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas betet wie die Schiiten. Anas hat gebetet wie die Schiiten. Und das steht in Sahih Bukhari, Hadith Nummer 524. Lesen wir. Steht folgendes geschrieben: Sami'tu Aba Amama يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز انا ابا امام زاك في هم هنت عمر بن عبد العزيز gebetet ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك und dann sind wir rausgegangen mittags haben wir das Gebet verrichtet mittags und wir kamen raus und gingen wir zu Anas hinein ins Haus Anas ibn Malik und sahen wir, dass er am Nachmittagsgebet war. فقلت يا عم Onkel ما هذه الصلاة التي صليت Der wissen das nicht. Was ist das für ein Gebet, was du verrichtest? Er sagt, Nachmittag. Und das ist das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wa sallam التي كنا نصليها Das, was wir mit ihm verrichtet haben. Mittag und Nachmittag kommt von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und von Anas und von Ali ibn Abi Talib sallallahu alaihi wa sallam. Und Sonnenuntergang und Nachtsgebet ist von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von Ali ibn Abi Talib und von Anas. Wir nehmen von Sahabe, gute Sahabe und Ahlul Bayt alaihi wa sallam, alle Ahlul Bayt alaihi wa sallam. Ma'sumin natürlich. Und das Morgensgebet wird alleine verrichtet. Und das entnehmen wir aus dem Koran auch. Es gibt nur 2 Verse in dem Koran, die über Gebete sprechen, wann sie, in wie viele Abschnitten oder wie viele Teile sie verrichtet werden. Wer kennt sie, in welche Sura? Surat al-Ra'ad? Nein, einmal Sura al-Hud. Surat Hud, 113 oder 114. Und Sura al-Isra, 78. 78. Also Surat Hud 114 und Surat al-Isra 78. Da drin stehen die Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala über 3 Gebetszeiten redet, aber 5 Gebete natürlich. Und so hat Anas auch gebetet. Und sie haben sich gewundert. Wisst ihr, wann war das? Wisst ihr, wann war das? Das war in der Zeit von Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Das war ein Umayyade, das heißt die Umayyadenzeit. Und Abdul Aziz ist Sohn von Marwan ibn al-Hakam. Abdul Aziz Sohn von Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam, ne? Marwan ibn al-Hakam war ein Nasibi. Und Abdul Aziz war sein Sohn, also der Sohn von Marwan ibn al-Hakam, der immer gegen Imam Ali a.s. Hier in den Moscheen geschimpft hat, geschmäht hat. Und sein Sohn Umar
hat gemerkt, dass sein Vater, wenn er Imam Ali erwähnt, schlecht erwähnt, stottert er.